Ist aber trotzdem. Ja, der Aber Server jetzt, läuft mit let's. einem. Ja, okay, jetzt gerade 12er Ping, aber tut es trotzdem noch. Ihr solltet. Ja, okay, ihr landet gerade. Gut, ich habe auch eine rote Kette, aber. Okay. 105119, wo ist denn das? Dann könnte ich das eventuell machen. Oh, Fabian wird sogar gesucht. Weil er. Ja, Alles ja. klar. Ich log erstmal auf Zivi um. So, ich rede jetzt mal mit denen. Dann raus aus dem Channel. Oh, das ging schnell. Fabian ist ja ausgebrochen. Ja, noch. Kann ihn nicht rausziehen. Leon hat sie aber selbst getötet. Nein, nein. Eins null fünf eins neun neun. Soll ich ihn desern, Mirko? Warte. Und wo ist das? Soll ich das mal übernehmen? Wo ist das denn? Herr Fabian. Herr Fabian. Wo ist das denn? Ich weiß nicht. 105199 habe ich jetzt gefunden. Das ist bei DP11. Ja, Nee, Moment mal. welche Stadt ist denn am nächsten? Ja, ich suche gerade. Ich habe. Wo ist denn das jetzt hin? Da oben. Nächste Stadt wäre Galati. Ja, der nächstkleinste Ort. Also von Atira aus die größte Stadt. Atira wäre die nächstgrößte. Ja, dann sollten die Leute das übernehmen, die da in Natira sind. Komme ich gerade bei euch angefahren, Mann? Nur so eine doofe Frage, Ja, oder stehe? du fährst. Also, Jakob, was machen wir? Bewegt euch mal bitte. Ja, ich bewege mich. Hey! Achtung, langsam, langsam, du musst ja rechts, ja. Eiknopf. Das ist perfekt, wie wir das hier aufgebaut haben, finde ich. Da kann jeder, können die Bullen hier schön immer rausheizen. Ich hab dem Leon gesagt, dass er weggehen soll. Ja. Also der hält einen Sicherheitsabstand, hat er gesagt. Aber warum kommt denn hier niemand? Alter. Erschieß ihn, erschieß ihn. Mirko, hast du schon unsere Straßensperre gesehen? Ich rede mal kurz mit dem Typ. Wenn der hier hochfährt, der könnte immer noch hier rechts reinfahren. Oh, da müssen wir auch mal zumachen noch. Habe ich noch Ja, was? mache ich. Ich habe alles. Ich habe noch zwei Barrikaden. Lass mich mal machen. Ich will auch was machen. Wer macht Dings dazwischen? Achso, du hast auch das. Ja, ich mache hier rechts. Hast du noch, aua. Du hast Ja, ich habe. Habt ihr es gehört? Nein, nein, was hat er gesagt? Der kommt nicht raus, weil er injured ist. Alter! Hör auf! Alter, ich hab gleich kein Leben mehr, fick dich, Mann. Wie viel hast du denn? 72. Lol. Was sagst du? Ah, ist das geil? Nicht so schräg, die können ja von der anderen Seite genauso dann reinfahren. Zeigen sie jetzt. Also, das geht ja nicht. Lol, ich kann 99 Leben nicht haben. Er hat gerade geschossen. Dicke. Warte. Guck mal, was ich kann. Alter, jetzt hör mal auf hier. Oh, jetzt hier. Aua, jetzt hör auf. Ich war der Chance, okay. Mirko. Ja. So, oder? Geht zur Bisschen Wand, nach geht zur hinten Wand. Zu dir. Ja, so. Die Schüsse. Ja, die kommen von Rebellenlager. Nein. Nicht? Eben nicht. Der schießt mich mal bitte kurz mit dem Taser an. Alex. Was? Das geht nicht mehr, so. Oder? Ne, das schießt glaube ich nicht mehr. Schießt okay. Das RDM, oh. Alter. Kaputt gemacht. Doch, war RDM, ja. Wird hier oben stark beschossen. Ja. Ey. Schieß mal gleich mit dem Taser auf mich, Alex. Ja. Jetzt. LOL. Dumm, Alter. Ja, gut, früher ging das mal. Antwortet meine auf die SMS von dem. Du bist kein Medic. Welche Polizisten sind in Atira stationiert? Weil die müssten hier den Hamburger Jung mal übernehmen. Ja, du bist kein Alex, du bist kein Medic.
Ich kann dich aber wieder beleben. Na, dann ist gut. Mikko? Ja. Kommst du mal kurz in das Haus rein und machst den Typen mal von mir los. Da ist keiner in Atira stationiert. Nein. Junge, es hagelt hier gerade Kugeln und ich soll da zu dir kommen, Alter, weil du nichts Besseres vorhast, als den Typen zu befreien. Hitman, Hitman, doch Herbert, am Zoll brauchen sie Hilfe. Ja, danke, alter Gold. Ja, ist das legitim oder war das jetzt gerade unangekündigt? Es war unangekündigt. Ja, wir sind gerade bei denen im Channel und klären das jetzt eigentlich. Okay. Ich sag mal, dass ich unterwegs bin. Ich würde aber gerade erst einen Bugfix durchführen. Oh, wir haben hier eine übelst geile Straßensperre und keine Sau ist hier. Ja, und ich muss jetzt mal zum Heli. What the fuck, warum wurde ich holen. Getötet? Ja, weil wir am Dings beschossen werden. Mich mal um den Typ da kümmern. Wieso wurde ich getötet? Du kannst so lange hier mal die Stellung halten. Jo. Was hast du drinnen? Wieso wurde ich jetzt gerade getötet von Leon? Weil er RDM betreibt. Wo ist Leon? Ich move den. Ja, wir reden gerade mit ihm. Ey, jetzt schießen die auch noch aus dem Rebellengebiet hier rüber. Achtung. Ey, Tomba, Tomba geht mal gerade gar nicht, ohne Vorwarnung, ohne irgendetwas. Ja, ich bin bei dir im Channel. Achtung, Sprengung im HQ, alle raus, alle. Ja. Oh, alle ihr raus. Seid echt Kekse, raus hier. Raus aus mal. Alex, halt, halt. Wir holen uns Ghostalk und dann schießen wir. Egal. Das kann ich nicht helfen. Ich kann mein Fahrzeug nicht einlagen, was macht der Ghost eigentlich? Der schießt auf den Mette. 3. Alex. 2. Schnell. Bewegt euch jetzt mal da unten, verdammte Scheiße. Ich guck noch besser, komm her. Was macht ihr für einen Scheiß, Alter? Ich will meine Flieger holen. Sprengung. Geht schon. Alter, wer hat mich denn jetzt gerade nochmal angeschossen? Ja. Bei Horst Lutschke, Alter, ich werd die beiden kicken. Ihr seid so bekloppt, ey, das ist unglaublich. Okay. Mann. Ich muss jetzt gehen. Okay. Schönen Abend noch. Ja, euch auch. Also ich komme dann morgen wieder, ja. Ja, was los? Ich wurde jetzt schon wieder angeschossen und schon wieder RDM. Sollten die auch mal irgendwie machen, werde ich die kicken. Nur kicken? Also dann tschüss. Ja, erstmal. Tschüss. Wir wollten ja nicht im TS. Schreibt immer kurz eine Nachricht, Admin. Ich teile mich mal bitte. Ich glaube, ich kenne sogar die TS-IP von denen hier im Server. Also ich glaube es. Ich bin mir nicht sicher. Ich muss mal gucken. Also wenn ihr die haben wollt. Naja, doch. Schade. Ich hatte die mal. Die nicht mehr, leider. Also, ich fliege jetzt zum Hamburger Jungen da mal hoch. Ja, mach das. Ich hoffe, dass es mal keine behinderte Falle ist. Boah, hier kommt eh keiner, ey. Bau die Straßensperre gleich wieder ab. Nein, lass dran. Ja, ich kann die jetzt schlecht hier so stehen lassen. Natürlich. Alter. Irgendwann kommt jemand und dann folgt jemand und dann bleibt der hängen, ist doch gut. Und wenn die sich an die Regel halten, dass man nur 30 fährt, dann sehen die auch die ganzen Dinger und dann fahren die, kommen die da auch nicht rein. So. Also soll ich das hier alles so stehen lassen und abrücken? Ja. Ghost Talk hinten. Ich geh mal ein bisschen auf Streifen. Tom, das geht gar nicht. Die schießen vom Rebellengebiet. Schießen die auch noch zum Zoll runter und töten uns. Auch noch von der anderen Seite, also von der alten Seite. Und alles ohne Ankündigung, die machen gerade fettes RDM. Wir haben es gerade geklärt, angeblich hat einer versagt, dann die sind wir gerade zurück. Das hoffe ich mal. Also, ich hab's eigentlich, wenn er nochmal von einem gekillt wird, bannt oder kickt er sich.
So, jetzt pfeife ich, wo der ist, weil mein Radar zeigt nichts an. Ja, da ist ein Tempest. Vielleicht hast du gesehen. Ja. Ah, okay. Ah, ja. Also fahren. Wer fliegt denn da? Ich. Warte, ich hole gar. So. Dann empfaue ich mal mein Auto. Ja. Fahren Sie zügig hier wieder raus. Zügig. Beeilen Sie sich. Nur zu Ihrer eigenen Sicherheit. Bitte ans Geschütz. Ja, komm mal. Leute. Auf dem Server? Ja. Geil. Das bockt sehr gut. Richtig. Ah, für Freitagabend eigentlich nicht so überraschend, aber läuft. Da wo ich noch hier gespielt habe, war ja immer noch 5 Leute. Ja, ja. Was für eine Seite bist du drin? Linker Dorganer. Um dich zu verteidigen. Links ist immer wichtiger. Wir probieren die noch schießen, dann schießen wir auf die, egal was. Gerade egal. Personen oder Fahrzeuge. Hey, der meint 105.105.199. Das ist doch über DP5, oder? Er meint, er liest die X-Achse zuerst, aber das ist ja alles egal. So, wo braucht ihr jetzt Unterstützung? Ich bin jetzt auch wieder im Luftraum. Guck mal bei dir auf der Map. 105.199 ist doch über DP5 auf der Straße, oder? Warte. Ja, das ist deine Position. Eben, richtig, genau. Der hat mir jetzt aber genau exakt diese Koordinaten gesagt und meint, diese Koordinaten wären bei Theresa unter der Grenze. Der kann irgendwie nicht. Wo ist Theresa, wisst ihr das? Da Theresa. Bestimmt, der hat bestimmt auf die Map geguckt, auf die Steuerung HM Map. Also auf die Minimap unten rechts. Der ist mit Hammond unterwegs, da hab ich ihn schon. Hast du ihn? Ja. Und wo war er jetzt? Ganz woanders. Wo fliegen wir denn überhaupt hin? Ja, zum Alex mal. Nicht, dass eine Falle ist. Das ist bei euch unten. Seht ihr auf der Map diesen Hammett? Da ist es wahrscheinlich. Den noch nichts. Geile Aussage. Danke. Wow. Wow, wer war das? Das war ich. Ja. Du kratzt da voll über mich weg, ey. Habe ich die Freigabe zu schießen, Loki? Was? Habe ich die Freigabe einmal zu schießen? Ja, aber auf nichts.
durch den Boden. Ja, passt schon wieder. Waren nur 42 Schuss innerhalb von einer Sekunde. Einige Fahrzeuge unterwegs da vorne. Ja. Joa, over ja, zwei ET. Transporter. Anhalten, oder? Sollen wir machen? Halt mal an, ja. Und wer schreibt, kannst du schreiben, weil ich bin hier gerade im Flug bin. Wie heißt der denn? So, das Moment. Thema mit dem Hammer-Touch erledigt. Das ist der Roter King. Der Roter King. Und Leutnant. Roter King. Ja, lass die, die sind clean, die sind dort. Wir wollten die jetzt einmal anhalten. Soll ich jetzt schreiben? Oder ja, ihr könnt, die können wir anhalten, aber AFA Kalle und Hamburger Jungen nicht. Ja, okay, dann halten wir jetzt Roter King an. Wer ist in Kavala? Hitman. Sonst noch einer? Nee, ne? Auch nicht. Kommt Horst Lutschka gerade zu mir. Ja, ich wollte mich mal entschuldigen für die Fehlaktion. Da ist er ja schön. Ja, sorry, Alter. Darüber muss ich mit keinem mehr reden, ey. Ganz ehrlich. Lande weiter vorne, weiter vorne. Lucky, weiter vorne. Ja, hier so, genau. Sehr gut. 23 Leute. Wird bitte weniger. Ich übernehme mit dem Reden. Ich rede. Jo. Schönen guten Tag, Leute. Guten Tag, Leute. Alles gut bei Ihnen soweit? Alles gut bei Ihnen soweit. Jo. Hätten Sie was gegen eine allgemeine Fahrzeugkontrolle einzuwenden? Nö, kein Problem. Gut, dann wird mein Kollege Sie jetzt beide einmal festnehmen und ich werde mal Ihre Fahrzeug kontrollieren und mein Kollege wird Sie kontrollieren. Nehmen wir den Ruppen. Rebellenausbildung. Ja, das macht nichts. Registrierung auf Roder King, bei Heikel ist empty und der da oben. Lol, jetzt habe ich mich da reingesetzt. So, Searching for Weapons dauert ewig. Ah, ne, geht nicht. Den da oben kann ich nicht kontrollieren. Den Offroad. Ich frag die Herren mal, ob die den abladen können. Herr Roder King, Herr Roder King. Wenn mein Kollege wenn mein Sie gleich einmal freilassen würde, könnten Sie mal bitte einmal Ihren Offroader bitte abladen. Oh, der hat Führerschein, Flugschein, Öllizenz, Tauchschein, okay, Rebellen aus dem Kokainverarbeitung, Diamantenverarbeitung. Einige Menge hat er. Lass den Roder King mal frei, der soll seinen Offroader abladen. Das Search for Weapons, das dauert ja ewig, keine Ahnung warum. Wie immer. Roder Kings Waffen wurden von Alex beschlagnahmt. Alex, Mann! Hör doch auf damit! Das sollen wir nicht machen. Das sag ich dir jetzt bestimmt schon zum vierten Mal. Du hast einmal gesagt, man wurde gesagt, das wäre okay, weil ich es machen soll. Ich habe nicht einmal gesagt, dass es okay ist. Ich habe schon zum vierten Mal gesagt, lass es! Du hast einmal gesagt bei Fabian, dann kam Selection und hat gesagt, das soll ich machen, weil wir ihn verhaftet haben. Man soll es nicht machen, weil einfach alles, was im E-Inventar ist, weg ist. Aha. Alles, okay. Komplett. Oder King, bei Heike ist empty. Gut, Sie dürfen Ihr Fahrzeug wieder aufladen, dann bedanke ich mich erstmal. Und ja, ansonsten wünsche ich Ihnen dann noch eine schöne Weiterfahrt. Danke. Ich habe noch eine Frage. Warum wurde bei Rebellen die bewaffneten Fahrzeuge entfernt? Wie bitte? Nochmal. Warum wurden bei der Rebellen die Fahrzeugauswahl verkleinert? Weil,